Um Umsatz zu halten, ist die Frage, warum soll ich Ihnen als Kunde überhaupt zuhören? Warum soll ich mich mit Ihnen beschäftigen? Haben Sie überhaupt was Relevantes zu erzählen? Und das sind nicht immer die billigsten Produkte, sondern können Sie mein Leben positiv verändern? Und darum geht es. Sie müssen Innovationen finden in der Digitalisierung, die einen Wow auslösen, wo Sie sagen, hey, das ist cool, das ist anders, das beeinflusst den Kunden, das macht mein Leben besser. Und das ist genauso ein bisschen die Krux der Digitalisierung, amerikanische Produkte oder aus dem Silicon Valley versus vielen Produkten, die wir in Deutschland haben. Überlegen Sie sich mal, was wäre, wenn all die tollen Internet-Startups aus Berlin nicht mehr existieren würden? Wäre die Welt wirklich eine schlechtere Welt? Aber überlegen Sie sich mal, wenn Sie morgen kein Google hätten, wenn Sie keine Dropbox mehr hätten, wenn Ihr Netflix nicht mehr existieren würde. Was wäre schlimmer? Und das ist genau das, wenn es Ihnen weggenommen wäre, dann wissen Sie erst, wie entscheidend das war. Und das ist dieser Wow, dieses Rausragen aus diesen unendlichen Möglichkeiten. Und das müssen Sie schaffen in der digitalen Transformation, dass Ihre Kunden sagen, ich will ohne dieses Dienstleistungsprodukt gar nicht mehr leben. Und das ist entscheidend. Wir müssen wegkommen von diesem Denken, Kunden brauchen Produkte. Nämlich, wer braucht ein Hotel? Oder was ist eigentlich die Aufgabe, die ein Hotel löst? Es geht um die Übernachtung. Aber Übernachtung kann ich natürlich auch so machen wie bei Firmenau. Das ist einfach ein Zimmer mit 3 Betten und das ist Übernachtung ohne jeglichen Schnickschnack. Ein recht erfolgreiches Modell, weil es all diese Annahmen oder die Regeln, die ein normales Hotel hat, nämlich Check-in-Time, ist immer irgendwie erst um 15 Uhr wegnimmt und sagt, 24 Stunden hat man das Zimmer, egal wann man einbucht. Weil das ist ja, was der Kunde will, übernachten oder sich einfach frisch machen zu einer gewissen Zeit. Oder was will der Kunde wirklich? In dem Fall ist es Airbnb. Airbnb bietet keine Unterkunft an, sondern was die wollen oder was sie für den Kunden lösen, ist eine schöne Unterkunft mit netten Leuten, die einem eben die Gegend oder das Land zeigen wollen. Und die Unterkunft, die Sie hier sehen, das ist die Unterkunft, die ich in Australien mal hatte. Nicht, dass ich das Ganze hatte. Ich hatte ein Zimmer dort drin und dort wohnt ein bekannter australischer Radrennfahrer, mit dem ich nachher und seiner Frau sehr gute Tage, Abende verbracht habe. Wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Wir sind gemeinsam, haben wir Sport gemacht. Ich habe morgens die Hunde ausgeführt. Für mich ein Traum, weil ich war alleine Reisende und ich habe noch nie Australien so gut kennengelernt wie in den 5 Tagen, wo ich bei den beiden war. Und das merken Sie, das hat nichts mit dem Hotel zu tun, wo es um Unterkunft geht, sondern es ist die Liebe, die diese Leute zu ihrem Land haben, die haben sie auf mich übertragen. Wie funktioniert dies denn zusammen? Und das ist für ein normales Hotel fast nicht kopierbar. Und darum geht es. Wir müssen uns lösen von dem Produkt, nämlich wir brauchen eigentlich kein Produkt, sondern wir brauchen eine Unterkunft plus vielleicht ein paar Extras, wie Informationen von Einheimischen, wo was gerade stattfindet. Das ist die Aufgabe, die Kunden lösen wollen. Und das Produkt wird nur angeheuert, um eine Aufgabe zu lösen. Und das Produkt ist nur ein Mittel, um eine Aufgabe zu lösen, aber nicht das Ziel selber. Das ist ganz, ganz entscheidend. Wir denken immer, wir sollten das Produkt digitalisieren. Das heißt, wir digitalisieren eine Zeitung, bringen sie online, anstatt zu fragen, was ist die Aufgabe, die eine Zeitung löst, nämlich Hintergrundinformationen geben, News etc. Und dann muss man sich fragen, gibt es da nicht bessere Produkte heute dazu, um das eben zu machen? Nämlich das Produkt ist immer nur das Mittel, um eine Aufgabe zu lösen, aber nicht das Ziel selber. Jetzt gehen wir zurück zu einem Hotel. Diese zu lösende Aufgabe ist nämlich lösungsneutral. Im Fall der Hotels ist es eine Unterkunft. Und mit einem Hotel hat man zwar eine Unterkunft, aber keine Extras. Und dann waren die anderen Lösungen eben sowas wie Formel-1-Hotel, Airbnb, was natürlich noch Extras anbietet, wie Informationen von Einheimischen. Früher hat man es vielleicht gelöst, indem man versucht hat, bei Freunden in der Stadt, die man besucht, noch zu wohnen. Und Airbnb hat eigentlich diesen Freundesaspekt auf die Hotellerie übertragen. Und das kann man dann nochmal etwas strukturierter darstellen, nämlich die Kundenperspektive. Das Produkt schafft keinen glücklichen Kunden, sondern die Frage ist, welche Aufgabe löst das Produkt, was Sie anbieten? Diese Kundenaufgabe muss dann in Ihrer Value Proposition adressiert werden und die Value Proposition muss dann geliefert werden vom kompletten Geschäftsmodell. Und dann liefert das Geschäftsmodell wieder glückliche Kunden oder schafft dann glückliche Kunden. Und das ist im traditionellen Geschäft so notwendig, nur noch umso mehr jetzt im digitalen Bereich, weil neue Geschäfte entstehen
Und wenn Sie es schaffen, den Herz der Kunden zu treffen, indem Sie eben wirklich sehr gut die Aufgabe lösen mit einer Value Proposition, dies auch ansprechen bzw. auch durchs gesamte Geschäftsmodell liefern, dann werden aus Ihren Kunden Fans und dann wird es extrem schwierig für andere, Sie wieder von diesem Markt zu verdrängen. Und das ist der nächste Takeaway. Träumen Sie vom Kunden aus, von den ungenutzten Aufgaben. Nutzen Sie Technologie, um diese Aufgaben besser zu lösen. Und dann entwickeln Sie mit der Technologie ein innovatives Geschäftsmodell.